Jumoin, erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt gesund reingefeiert und es wird natürlich weiter richtig geilen Content geben. Ich habe noch extrem viel geplant vom 12-Stunden-Stream, vor allem haben wir noch ein paar Chest-Openings oder auch richtig geiles Gameplay dabei. Und heute kommt die lang ersehnte Random Deck Challenge online. Wir haben im 12-Stunden-Stream eine Random Deck Challenge gemacht. Dabei war Flobby, Bixby und auch Chef Strobel. Wer sich am Ende die 30 Euro Preisgeld sichern konnte und was für extrem geile Decks bzw. extrem geile Games dabei waren, werdet ihr gleich sehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mehr Random Deck Challenge zu sehen, oder schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Haut rein. Ciao. Ja, Hast du Anfang dir den jetzt. Plan eröffnet oder was? Das Deck ist, glaube ich, ein Freewin. Wieso habe ich Flobby als Freund nicht? Nice. Hä, klar hast du mich. Ah doch, aber wieso spielst du bei mir nicht? Hä, warum soll ich spielen? Ich bin die Eins. Oh. Hä? Nice! Alter, Hä? Junge! Hast du Sing und Klatschen in der Schule gehabt? Digga, was? Okay, ganz großes Okay. Yikes, Leute. Ah, Petro, der alte Ego. Ich spiele gegen den alten Ego, Mann. Fuck. Ja. Das habe ich da jetzt schon verloren, bevor wir überhaupt anfangen. Warte, ist das Deck überhaupt gut? Es ist gut, oder? Wir haben Total, das Freeze. ist Wir haben Bombe. Freeze. Ja, Mann. Wir haben Freeze und wir haben Barbarenhütte. Das Deck ist echt nicht schlecht, aber wir Wir brauchen können eine Win besagen, das Deck ist Condition. maschinell. Win Condition. Wir Oh, brauchen es aber tut mir sehr keine. leid. Wir haben keine Win Condition, Leute. Das machen Brauche wir. ich nicht, ich gewinne ohne. Hast du Singen und Klatschen in der Schule gehabt, der gefällt mir. Oh, Petro aus alter Ego spielt Magier und Holzfäller, was sagst du dazu? Ja, ist doch jetzt schon mein Lieblingsgegner. Oh! Ein Freeze an der Brücke! Bockst du die Fetten Hallo? eigentlich? Hä, was ist denn noch so viel Elixier, Alter? Wie unlogisch. Ja, echt so, ne? So ein richtiger Der Lame. Elixier-Held. Nein, nein. Doch, tschüss. Oh, guck mal, Was? Oh, der doppelt Prinz gedroppt, an die doppelte Brücke, das Rainbow. klappt immer. Du hast nichts, du hast nichts, du hast nichts. Du hast nichts. Oh, Oh, mein der Spiel war war so halt schlecht. Flobby. Flobby. So gut gespielt. Oh, mein Gott. Ah, Prinz an Er Brücke. spammt einfach nur die ganze Zeit die Sachen an die Brücke. So schlecht. Alter, der War King kann Prinz. nicht einfach Tornado war nicht dabei, automatisch verloren. Oh, Flo. Ja, TP. Lol, Kannst du schon Flobby, aufgeben, Alter. Flobby. Hallo. Junge, mit Ja, Tornado ist das Deck ja Flobby. mega OP. Was? Was laberst du Mit denn? Singen und Ey, warum Klatschen hab in der ich eins Schule. gesagt? Warum habe ich eins gesagt? Das Traurige ist, das war die offizielle. Du hast den Ton down, Rip. Ich war Herr, TP2-Gott. hast du nicht jetzt was geteilt, Morten, mit Hype oder so? Und das war Ja, Clash das war of Clans? COC. Oh Ja, mein Morten kommt Gott, jetzt wie mit einer schlecht! Ich dachte, das wäre CR gewesen, wie kacke. Nice, Ich bin Morten rein. Junge, der Fran-Hacker, der Hack. Man kann den Nice. Clash aber mittlerweile hacken. Einer hat es geschafft. Das Das sind gibt dann die Video. Aussagen erstmal raus. Ich hau mir jetzt einen Reispulver rein, damit ich alle vernichte gleich. Nice. Wenn wir uns die 10, 15 Minuten machen geben, ohne mich hole ich eh allein. Okay. Nice. Oh, du spielst gegen Logbait, Herr Stroh. Wie fühlt sich das an? Oh, ich liebe Logbait. So habe ich Logbait studiert. Fran-Hacker, Alter. Ich hoffe, der zerhackt dich richtig, Alter. Das war's dann komplett an der Stelle. Okay, er spielt bis jetzt, könnte es wirklich so ein Standard-Lockbait-Deck sein. Das wäre schon saftig. Er Wenn am hat. besten Morten noch das spielt, dann wäre es noch besser. Junge, der spielt aber Logbait und Chef Strobel liebt Logbait. Echt? Ja. Oh. Ich wusste gar nicht, dass das so Das ist eine sein krasse Liebe ist Lieblingsdeck. zwischen. Hat er einen Fernoturm oder Tesla? Hab bitte einen Tesla, mach Ehre. Ah ja, der Boah, das Gegner ist spielt gut. gut. Oh ja, jetzt hat er verloren. Die Rocket war kacke. What? Oh, was? Ja! Was? Ah! Halt's Maul! Oh, Was? Leute, moin, das schmeckt. Was? Das ist so geil, weil die Leute, die paniken, wenn sie die Lakaien holen, nicht wusste, dass er eine Rakete spielt. Das ist ohne Spaß. So oft paniken die Leute, wenn sie so schlecht wie Morten sind, und dann Junge, passiert das ist sowas. so traurig, Alter. WTF war Junge, diese was war das, Rakete, Junge? Alter. Okay, nice, Leute. Lecker. Ich sag, der Gegner ist nicht schlecht. Und dann kommt die Rocket des Jahrtausends, denk mir so, WTF. Moly. Und dann denke ich, der Strobel, der ist gut. Junge, 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 das ist schon wieder lächerlich, Alter. Ich weine. Hätte Bixby das gesehen, der hätte gekotzt. Oh, Alter, Junge, don't joke with me. Das war gerade echt. Das ging eigentlich schon zu weit, würde ich schon sagen. Leute, was haltet ihr von dieser Rocket? Die war Junge, echt. du hast auch Bowler Junge, du hast Guards, erstmal so einen Alter. Hard-Counter zu ihm. Und Und dann ist das auch noch so er ein hat nur noch Spieler, Mann. gefailt. Nein, aber hier fahren Nur Mont hat ein Auto. in dem Tempo mit der Lautstärke eigentlich gar Okay, keine Autos nächstes vorbei. Deck, nächstes Deck. Go. GG. Achso, bei Bixby muss ich das dann aber merken, ne? Der muss es gleich noch nachspielen. Ja, kriegen wir hin. Kannst ja in der History nachschauen. Ja. Stimmt, stimmt, Was stimmt, ist das stimmt. denn jetzt schon wieder? Alter, das ist das WTF. schlechteste Deck, was du haben kannst. Naja, man hat immerhin Win Du hast Conditions. keinen großen Spell.
Und das Deck kostet 4,1 und du hast Packer. Ach, und Junge, hier. Ist doch wieder scheiße. Was wie du findet ihr das Deck, Leute? Ich finde, das Deck ist optimal. Mach bitte ein anderes Matchup. Verlier einfach jetzt. Wenn den Lavon verliert, dann ja. Okay, jetzt. Ich hoffe, dass du jetzt gegen Lavon spielst. Meine Starterhand, wenn er jetzt einfach einen Luna in die Brücke setzt, der hätte gewonnen, ne? Ja. Und einfach nur einen Luna in die Brücke setzt, der hätte sowas von gewonnen. Ist egal, wann er es macht, er kann es immer einen Luna in die Brücke setzen, hat gewonnen. Okay. Weil dann weißt du, er hat einen Luna. Egal, ob du einmal Nado hast, du wirst, er wird immer an Turm kommen. Bix, der macht sich gerade Reisbrei. Keine Ahnung warum, will ich auch gar nicht wissen. Warum ist der Reisbrei, Alter? Junge, vor allem um 15:10 Uhr. Geil. Alter, das ist schon mal ein saftiger Anfang. Klar, du hast auch einen Packer, aber... Digga, was ist das für ein Push? Was soll ich machen? Packer vielleicht weiter hinten spielen? Weil jetzt ist dein Packer in seiner Hälfte. Nice. Ah, er spielt auf jeden Fall einen Meta-Deck. Das gefällt mir schon mal ganz. Ah, er spielt so gut. Hast du jetzt eigentlich Bock auf einen Rambock dahinter oder nicht so? Jetzt Rambock, GG. Ah, er macht's gut. Er macht Splitlane-Pusher. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, du hast verloren. Das war's. Der ist gut. Der ist echt gut. Der Ding ist, du hast halt eigentlich Guards, Packer, du hast eigentlich gutes Matchup, aber du hast halt einfach zu aggressiv hier angefangen. Ja. RIP. Aber Bets, muss man auch mal an der Stelle sagen, sind auch nicht so geil für unser Deck. Bets hat man eigentlich nur Nado. Wie hast Alter, du den Turm bekommen? Wie hast du den Turm bekommen? Loi. Ich weine. Mann, ich dachte, das Game wäre over und der Gegner macht jetzt... Spiel Heal. Nein, ich wollte es gerade machen, aber das wäre zu... Ja, ich weiß, ich wollte dich baiten. Schade. Hätte aber klappen können. Boah, Packer Lucky Connect. Ich dachte, er geht auf den Kobold. Was macht der da? Packer hat irgendwie fünfmal irgendwas angetargetet, hat er nicht getroffen. Nice. Nice. Packer läuft. Was ist eigentlich gegen Bats? Du hast eigentlich nichts gegen Bats. Okay, das ist die optimale Antwort. Das sieht nicht gut aus. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das nichts, ich habe verloren. Oh, ist gut. World Giant gegen den Packer spielen würde ich auch empfehlen. Aber was mache ich jetzt, ne? Ja, ich spiele das Spiel ja gerade nicht. Das musst du entscheiden. Defensives Skelett, was man kennt. Ja. Nein! Ah, ist verloren. Geil, ja. Das kann man nicht gewinnen, das Deck. Da geht nichts. Ja, das... Ah, es tut einfach gut, weißt du? Ich weiß jetzt schon, Herr Strobel hat die gleiche Punktzahl. Morten wird gleich auch verlieren. Boah, wenn ich jetzt gegen Lavalun, ich weine. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Einfach gut. Bitte kein Lavalun. Am schlimmsten sind eigentlich die Bats, weil die so viel Value gegen das Deck bringen. Ja, oder ja, man hat nichts gegen Bats. Man muss immer Nado spielen. Das ist auch nicht das Optimale. Ich spiele gegen Trasher. Hoffentlich ist er Trash. Ja, also der Name sagt ja schon, was er ist, ne? Also, sollte eigentlich easy werden. Nice, Digga, der Chat. Bitte. Macht Sinn. Lavalun, bitte. Ja, bitte. Bitte Lavalun, Pfeile, Tesla, bitte. Beiden Snipe. Okay. Was spielt er? Er hat Tesla, Pfeile und Dart Goblin. Das kann ein Random Deck sein oder ist es wahrscheinlich ein Random Deck? Ich glaube, der spielt noch Packer oder so. Nein, der spielt niemals Tesla und Packer. Also wenn er jetzt Minions hat, bin ich halt RIP, ne? Nice, wahrscheinlich Skarmy, Mann. Skarmy, Packer. Alter, ich hab nichts gegen Skarmy. Ding ist, würde der Packer tanken, hättest du so verloren. Junge, what? What? Der Freeze? Nice, der kommt der Turm, oder? Ne, kommt nicht. Nein, niemals. Ich hab's gesagt, das sah schon so aus, Mann. Es sah einfach schon so aus wie Packer. Ja, was war das denn jetzt gerade? Abwechslung ist AFK gemoved worden, nice. In seinem eigenen Discord, let's go. Nice, warum? ETF. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Oh mein Gott, was spielt er denn? Er spielt den Vamp weiter, Leute. Man kennt ihn. Ah. Also ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr nice, dass er gegen eine Skarmy hat und ich eigentlich nichts dagegen machen kann. Oder den Wham Rider. Sehr, sehr gut. Das ist gut für mich. Oh, ich muss auch Guard spielen, sonst sterbe ich. Sonst sterbe ich. Auch gut. Also sonst verliere ich meinen Turm. Nice, was machen meine Guards?
Nice. Das sieht doch eigentlich schmackhaft aus. Wenn er jetzt noch ein Packer kommt, dann könnte er es sogar verteidigen. Nee, oh, jetzt so ein Skelettarmee, jetzt Skelettarmee Packer oder so. Keine Skelettarmee. Nee, der Typ ist komplett lost, Alter. Beleidigen doch nicht Junge, so. Er ist doch ein ganz netter Typ. Ja, ganz netter sehe ich. Er spielt auch mega gut, lass ihn doch. Er ist echt nett, Mann. Er gibt dir Free Win. Er ist echt nett. Hey, komm, Wham Rider connected, bitte. Freeze doch. Nein. LOL! Der Prinz hat den Hit nicht bekommen. Oh, mein Prinz hat reingesackt. LOL. Als ob der das Comeback holt. Niemals. Hat er überhaupt einen Lock oder so? Ne, er hat Pfeile. WTF, der Heelspell. Oh, der nice. Diskami. Ey, bring Packer an die Brücke, bitte. Bitte. Der Gegner ist so schlecht. Was macht er? Was macht er jetzt? Er hat aufgegeben. Nice. Er hat einfach aufgegeben, weil er werden wollen, weil ich bin viel zu schlecht, Mann. Viel zu schlecht. Na gut. Viel zu schlecht. Ich nur einen Colossus. Jetzt ist glaube ich ein ganz geiles Game. Ja, es ist übel geil, Alter. Bestes Game, aber warte, was? Es ist niemals ihn. LOL. Er geht einfach von Clash Royale auf Counter-Strike. Das ist niemals ihn. Ich meine, kann man machen. Das Krasse ist halt, dass es völlig andere Skills sind, die du da erfordert, die da erfordert werden. Egal, ich spiele vegan. WTF, woher Vega, Vega. Wigspin, wie war dein Vegan-Reis? Wo hat der denn bitte CSGO gelernt, Alter? War nicht vegan, Alter, Junge. Okay, Morten, warum ist Milchreis nicht vegan? Deine Antwort. Weil da Milch drin ist. Alter. Wie war dein Vegetarier-Reis? Sehr gut. Was, du hast veganen Reis gegessen? Von Tieren? Nee, Milchreis. Oh, Milchreis, wie gesagt, was hast du vorhin gesagt? Du hast nicht gesagt, dass du Milchreis isst. Das ist echt so, du hast Reisbrei. Junge, warum ja, Reisbrei? Wer sagt Reisbrei? Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, so getan. Alle in den Chat schreiben. Junge, du kommst einfach aus Hannover, bei dir sind die Milchreis. Kühe wahrscheinlich. Ja, weil du sie auf den Milka-Verpackungen so siehst. Es heißt Milchreis und nicht Reisbrei, ich kotze. Oh mein Gott, oh, Alter, Reisbrei. So, ey, das weiß ich nicht. Ja, du kannst nicht einfach so mal eben den Eastward wechseln, das funktioniert nicht, Digga. Der ist niemals gut genug. Ich bin safe besser als der Cisco, obwohl ich der größte Lappen ever keiner, bin. Kein normaler Mensch kennt Reisbrei. Oh mein Gott, Alter, Leute. Ich weine. Enttäusch mich nicht. Ich weine. Es heißt entweder. Es heißt nicht Grießbrei, ja, okay, Morten. Nein. Es heißt Milchreis und nicht Reisbrei. Alter, so hart Reisbrei. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Reisbrei ist das Wort. Keiner sagt der Reisbrei. Der hat irgendeine Wette verloren. Ja, Pidisse sagt verloren. Auch, was ist Reisbrei? Oh mein Gott, Pidisse. So. Reisbrei kennt kein Mensch, Digga. Reisbrei gibt's nicht. Keiner kennt hier Reisbrei. Reisbrei hört sich an, was ein Dreijähriger morgens kriegt, Alter. Aber doch nicht. Ja, ich dachte auch, mit Fixman bist du irgendwie, hast du wieder Wind? Bananenbrei oder so, oder Reisbrei, Digga. Bananenbrei. Ist das Beste. Milchreis, Mann. Hättest du Milchreis gesagt, hätte ich gesagt, ja, okay, schmeckt geil, aber du sagst Reisbrei und denkst so, WTF, was die bei dir haben. Reisbrei, Digga. Reisbrei ist das Originale. Ja, das Originale am besten von Oma. Brei aus dem Deutschen Reich. Ich fass es nicht, Mann. Reisbrei, Digga. Klar gibt's Reisbrei, ja, ich weiß, es gibt Reisbrei. Ja, aber nicht in dem Zusammenhang, das ist was anderes. Natürlich, Alter, what Junge, the fuck. Alter, jetzt reicht's doch langsam. Oh Chef mein Strobel, Gott, was Reisbrei, sagst du dazu? Jetzt kommen wir die Reisbrei an in den Chat. Ich weine, wenn ich Reisbrei höre. Alter. Also jetzt kann ich auch, also es gibt, Floppy und ich sind normal hier, das kann man hier schon mal sagen, deswegen haben wir recht. Ich glaube, Bigspin ist in einem anderen Jahrzehnt aufgewachsen, Alter. Mhm. Ist halt echt, aber trotzdem. Das ist, das ist. Nice. Ich bin 1998 geboren, in einem anderen Jahrzehnt aufgewachsen. Ja, du bist 90er Jahre, wir sind 2000er. Du bist ein anderer Jahrzehnt. Ja, 90er Jahre, ja. Ja, hä, stimmt doch. Oh mein Nein, Gott. Bin ich da aufgewachsen, Ey, Bixman, Junge. Darf ich dir was vorlesen? Ja, geboren. Bixman, darf ich dir was vorlesen? Ich dachte, Mord wäre ungebildet im deutschen Raum, aber Bixman. Oh, der Strobel! Nice. Was ist das für ein Deck? Kannst du das erklären? Alter, der Strobel ist verloren. What the fuck? Was hast du denn gemacht? Das gefällt mir. Ich bin mal wieder on fire hier. 4-0. Man hatte es eigentlich nicht anders erwartet, aber Morten wollte mich trotzdem dabei haben. Ich gewinne schon mal safe das Preisgeld an der Stelle. Kann ich jetzt schon mal sagen, jetzt ist hier wer anders dran. Morten, du bist dran. U-Turn. Ich stehe 4-0. Was machst du so? Ach, ich stehe auch gleich 4-0. Niemals! Alter, die Banditin. Dat Banditin.
Oh mein Gott, Mega-Retter. Aber es reicht nicht. 10 Sekunden hat Mord noch. Das war's. Der hat einfach gut gespielt. Du hast einfach zweimal den Pekka nicht gesehen. Wie kann das passieren? Du spielst doch CL. Wegen Vertical sehe ich den Pekka nicht mehr. Oh Mann. War der Guzmour. Doch, sterben sie. Nice. Ich predict, dass Bigspin gewinnt. Das ist ein schlechter Predict. Alter, bitte spiel X-Bum. Bitte. Ich hab mega so Ritter, ein guter Predict. Ich fasse es nicht. Ey, übrigens, Bigspin hat sich das, als wir das Pekka Royal Giant Deck hatten, ne, hab ich gegen X-Bum gespielt. Ja, das was? Ist ich mit Pekka X. Alter, Floppy, so eine nice Print, ist schöne Poison gesetzt. Aber gegen X-Bum, wow. Das ist für Arches. GG. Junge, was war denn das? Alter, für ich hätte grad fast das falsche Deck gehabt. Danke, Leute. Danke, Ehrenmänner. Ich auch. Ich hab gerade so noch. Keine Frage. Ja. Was spielt Enrique Guzman? Enrique Guzman. Keine Ahnung. Vor allem, warum muss ich Barbaren splitten? Das man hat einfach nichts. Man hat Lightning, Schneeball, Mega... Junge, was? Danke, Leute. Ja, oh! Was hast... Ist der Ballon... Alter, der Ballon, Flobby. Ist der Mega-Ritter gut gegen den Ballon? Flobby! Oh mein Gott, wie lässt er einfach den Ballon durchlaufen? Man, die spielen alle CRL, aber so wie sie in der Season enttäuscht haben, enttäuschen sie auch in einem random Deck. Was laberst du? Ich weine. Schneeball? Oh, der Poison. Er spielt nicht mal CRL, weil er schon vorher verkackt hat. Aua. Aua. Ey, der Elite-Barbar. Oh, dann lag er sich so durch mit diesem Barbar. Ne? Das ist so ein Joke. Oh, der Elite-Barbar. Oh. Ich glaube, da kommt einfach noch ein Princess an King Tower. So lächerlich, wie du spielst. Ich gehe jetzt auf. Ich mache jetzt Lightning Cycle. Also, wie wenig Skill willst du eigentlich noch haben? Ja, pass auf, ey, jetzt kommt der beste Move, Alter. Den besten Move, den ihr je gesehen habt. Nein, er macht auch! Was hattest du bei dem Ritter erwartet? Stopp, nein. Aber stopp mal, ich bin doch schneller, oder? Als morgen. Ich bin doch 100% schneller, oder? Niemals. Nein, ich bin nicht schneller. Oh! Wow! Ah! Ah! Oh, okay. Ja, Flobby, wie fühlst du dich eigentlich? Er ist rausgegangen. Ist doch besser. Ich spiele gegen Katzenjunge 2. Das ist nicht was. Nein. Katzenjunge. Da fehlt ein N, aber egal. Aus Gott's Guild. Nice. Katzenjunge. Ey, du Katzenjunge. Was ist denn das, Alter? Katzenjunge, der größte Flame. Digga, ich stehe 3-2. Niemals. Verarsch mich nicht. Oder 4-2? 3-2, glaube ich. Ey! Ey! Leider. Aua. Okay, der Strobel steht 2-2. Natürlich hat er Holz, Alter, ja, und Magier. Ja, warum auch nicht, hä? Der Miner? Oh, er hat deine Pulses predicted. Oh, ist das lächerlich, ich kotze da schon wieder. Chef Strobel steht unter Druck, wenn er verliert, ist er raus. Guter Snowball. Alter, WTF. Also diese Niederlage von Flobby tat vorhin richtig gut. Nice. Ja, die tat richtig gut. Auch mir tat sie richtig gut. Ja. Ey, Morten, du Katzenjunge. Nice. Okay. Katzenjunge, Alter, was eine Beleidigung. Da kommt der Gegner, beziehungsweise der Strobel. Mit einem Mega. Hä? Hä? Digga. Ich glaube, ja, der hat wirklich ein gutes Matchup. Er hat Valkyrie, Poison, Lock gegen Barbaren und Magier. Ha! Let's go. BX, was machst du da? Nice. Jetzt kommt. Was kommt jetzt? Nice. Warum ist Chef eigentlich dabei? Weil wir einen Verlierer brauchen. Eieiei, alter Katz. Junge, zwei. Er ist so. Oh, egal, er ist der Beste gegeben. Chef hätte ja schon raus sein. Weißt du, was das geil ist? Gleich verliert Bigspin und dann lache ich ihn aus. Oh, ja, also Bigspin hätte ich auch richtig. Digga, das Ding ist, Bigspin kann auch wirklich nur Friedhof. Jahrelange Stream-Erfahrung, sag ich dir nur. Ja. Und dann fliegt er raus. Das ist peinlich. Nee, alles gut, wir freuen uns. Alles gut, wir hoffen gleich, dass du gewinnst. Hey, leckt bei euch Orden auch vielleicht oder ist es nur bei mir so? Was? Bigspin, leckt bei dir morgen auch gleich gerade oder war das gerade eben nur... Was?
Was? Als Morten gerade was gesagt hat, hast du das auch so undeutlich am Ende gehört? Ah, ja. Was macht der Noob? Alter, Floppy. Was passiert? Alter, Fallen Angel, Junge, what the fuck? Junge, er spendet einfach 220 Euro und schreibt eine Kleinigkeit für dich. Ja, moin. Lol, Alter. Alter, danke für die Kleinigkeit. Junge, what the fuck? Ist ja eine große Kleinigkeit. Vielen Dank. Mega krass, Alter. WTF, what the fuck? Alter, Fallen Angel ist einfach eine Legende. Junge, so eine scheiß Legende. Das Ding ist, er ist irgendwie, keine Ahnung, er kommt irgendwie so aus dem Boden raus. Alter, mega krank, Junge. Kommt aus dem Boden raus. Ihr wisst, wie ich es meine. Nice. Ich hab verloren. Nein, was macht der? Junge, Junge, ich kotze, wenn ich den Meiner sehe. Alter, so krank. Sorry, bei mir. Alle mal ein Herzchat, mega krank. Junge, ich fass es nicht. Ey, Flobby, aufpassen. Junge, kann er nicht sein Mine auf dem King Tower spielen? Er spielt jedes Mal auf den Arena Tower. Junge, was macht der? Alter, so krank. War das Opening schon? Das war schon jemand. War das Opening? Nein, das, ich mach's heute Abend. Opening nicht. Ich wollte noch ein CR-Team machen. Wir gucken, danach was ich halt eigentlich als Stream mache. Wann machst du euch jetzt Stream? Ja, was ich mache, ist die Frage. Ja, ich weiß nicht. Du machst wahrscheinlich erst CR und dann wolltest das. Mal gucken. Mein Plan ist halt, dass ich das. Ja, Leute, es gibt die neue Challenge. Ich kann gerade überlegen, was wir jetzt. Dann machen wir die Challenge. Ja, aber nicht lange heute CR. Morgen dann CR. Morgen, Leute! Jetzt schon mal hier ein bisschen. Nein. Diese Eigenwerbung bei Wix bin immer. Auf meinem Kanal. Halbfinale Türkei-Norwegen. Mit mir, den Morten. Ey, du hast verloren, Flobby. Wenn du das jetzt noch gewinnst. Oh mein Gott, so nice. Nein, ja. Das war's. Geh. Go. Go raus. Oh yes. What? Oh yes, noobiger Flobby. Oh. Mehr Geld, wofür? Für die, weil ich das Mach mal an. Nein. Gib mal auf YouTube ein. Donald Trump scheint nach 10 Stunden Remix. Ja, das Ding ist, ich streame nur auf 9 Stunden. Ah, ich kann es ja einfach noch eine Stunde offline anhören, weil ich so geil bin. Ja, du kannst ja auch... Kann man Turbo X6 mit Wham weiterspielen? Ich finde es halt echt nice, wie wirklich jeder jetzt auch noch Wham weiter reinschreibt. Und die Fragen... die stellen die Fragen serious mit Wham weiter. Ja, man kann Turbo X6 mit Wham weiterspielen. Ich finde es halt geil, dass Bixman einfach nicht der beste Spieler ist. Also er ist okayer Spieler, aber er ist natürlich nicht gut. Aber trotzdem viel gewinnt, weil er lackert. Ein Connect, zwei Connect, drei. Oh mein vier, Gott. Fünf. Bixman. Sechs. Bixman, was sagst du dazu, dass du deine Zuschauer verunsicherst? Verunsicht? Okay, ja. Einer schreibt, wegen so Leuten wie Bixman spreche ich im Unterricht nie Englisch. Also. Das ist ein guter Shot, muss ich sagen. Wegen so. Guck mal, der will sich melden und denkt so, oh nein, Bixman hat mich schon ausgelacht, jetzt melde ich mich wieder nicht. Wahrscheinlich. Skill ist der Lack zu gewohnt, wird's richtig. Ist Vam weiter in Graveyard gut? Bixman? Ja, das finde ich auch, das stimmt. Nee, nicht so ganz aktuell. Hoffentlich kommt das. Skill ist, wenn Lack zu gewohnt wird. Das ist das perfekte Beispiel bei Bixman. Der macht so viel Lack, dass es aussieht wie Skill. Der hat so viel Lack, dass ich immer noch kein Skill sehe. Genau. Junge, was ist das für ein Deck, Mann? Digga, du hast so ein gutes Matchup. Servus du denn? Du hast einfach Inferno Dragon. Oh, Inferno Dragon. Ich weine. Oh mein Gott, die flamen schon wieder so hart. Du hast sogar Hörner. Komm doch mal, bring doch mal bitte die Wahrheit an. Du hast sogar Hörner, ich kotze. Mensch, du bist so bad, Alter. Du bist bad. Oh, damn it. Jungs, das war's. Bixman hat verloren. Es ist einfach geil. Oh mein Gott. Bixman. Leute, Bixman hat. Junge, was soll ich machen? Das große Müllchen. Und verliert. Ah. Oh nein, er hat noch nicht. Ja, mach ich gleich Anker Angel. Oh, er kriegt dich, du kriegst ihm mal seinen Turm, Bixman. Turm! Bixman? Was soll ich tun? Bixman, soll ich kurz zu Kassel kommen oder nach Kassel? Einmal zu Kassel, bitte. Kassel 2 ist jetzt offen. Einmal zu Kassel. Das Ding ist, Leute, wenn ich jetzt verliere, bin ich raus.
Dann war's das, das Gute. Deswegen oh, was? Salted as fuck, ja, Wixen nice. Salty. Weil er weiß, er wird jetzt gecomebackt. Er wird gecomebackt. Das war nun wirklich gewinnbar. Das stimmt, ich weiß, aber Big Spin ist nicht so gut. Wie kann man Big Spins Discord joinen, indem man auf... Wahrscheinlich, Alter. Er hat so einen Hardcounter! Nice. Indem man auf Big Spins Channel geht und dann Auszeichen Discord eingibt. Ach, echt? Ihr könnt, glaube ich, sogar einen Comment bei mir machen, weil ich bin ja auch User von dem. Nice, hab es jetzt gepennt, gönnt ihr. Bix, was sagst du, dass ich gegen Lavaloon spiele? Was? Ich spiele gegen Lavaloon. Und ich habe absolut Kacke. Lavaloon. Ich habe nichts gegen Luft, nice. Ja, du hast Inferno Dragon und Musketier. Ja, und Flugmaschine und Poison. Ja, und wieso hast du da nichts gegen Luft? Ja, ich brauche mehr gegen Luft. Einen mehr? Oh, jetzt habe ich gewonnen. Ja, nice von ihm. Dieser Bomber ist so unnötig, Mann. Was macht der eigentlich? Er stirbt immer weg. Der soll mal echt zwei Elixier gemacht werden. Das wäre echt geil. Ist auch ein Mauerbrecher kein Bombe übrigens. Ich weine, wenn du Mauerbrecher sagst. Ich auch. Innerlich bricht eine Welt zusammen. Ja, weil dann die guten alten Zeiten von Clans zurückgerufen werden. Was? Nee, nichts. Ich habe deine emotionale Wand. Ist auf Clans schon seit 10 Jahren tot. Rede jetzt nicht. Nice, und Mord hat vorgestern einen Beitrag von denen auf Twitter geteilt mit Hype. Wixman, ich find's immer nice, dass du meinen Twitter stalkst. Nice. Ja, nice, nice. Was bedeutet denn dein Symbol vor den Namen, dass du Sub bist? Nice. Meine Leute, die subben hier und wissen. Ich erzählen, weil du einen Schwein gemacht hast. Oh Mann. Jetzt guck mal, jetzt, nice. Egal, feels kein bad, Alter. Feels bad. So ein Hardcounter? Oh mein Gott, ich hab verloren. Ballon? 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 Bitte kein Sepp. Sepp! Junge, Hit ist da! Er hat Feuerball Sepp. Feuerball Sepp reicht. Feuerball Sepp reicht. Ah, ich krieg seinen Turm auch. Außer ich spiel defensiv Feuerball. Ja! Was? Er hat endlich meine Flugmaschine getroffen. Halt's Maul. Oh, Mord ist back! Na, ah, Poison reicht nicht. Oh mein Gott, er hat gewonnen. Poison reicht nicht! Er hat gewonnen, er hat gewonnen. Schmeckt nicht, Alter. Ich treff den Poison nicht! Morden! Morden, Junge, Feuerball und selbst sind da! Du hast verloren, Alter! Morden ist raus, Morden ist raus. Morden, was hast du dazu? Morden, das war's. Morden, das war's. Und der Gewinner der Random Deck Challenge heißt mal wieder Big Spin. 30 Euro Aufstellstrobels Nacken an der Stelle gehen raus. 6-1, eine Glanzleistung, wie man sie nicht anders kennt von Big Spin.